Hey, meine lieben Zockermäuse. Legt die Kanoli beiseite und wetzt eure Kampfmesser in Mafia 3, mischt ihr die Unterwelt so richtig schön auf und dabei geht es alles andere als friedlich zur Sache. Bevor ihr nun aber einfach losrennt und euch von den erstbesten Gangstern über den Haufen schießen lasst, haben wir ein paar praktische Tipps für euch. So findet ihr euch schneller in Nubado zurecht und reißt euch die gesamte Stadt unter den Nagel. Tipp Nummer 1. Immer vorbereiten. Auch wenn Nubado generell recht friedlich ist, gibt es finstere Gegenden. Bevor ihr euch aufmacht, einen Handlanger zu eliminieren oder ein Lager hochzunehmen, solltet ihr immer daher eure Ausrüstung checken. Ruft am besten den mobilen Waffenhändler und füllt eure Munition und Medipacks wieder auf. Habt ihr den Geldtransport schon freigeschaltet, dann leert unbedingt auch eure Taschen. Wenn ihr abgemurkst werdet, verliert ihr nämlich die Hälfte eurer Kohle. Tipp Nummer 2. Cabrios sind der Shit. Braucht ihr schnell ein Auto, ist Diebstahl meistens die erste Wahl. Doch besonders zu Beginn kommt es häufig vor, dass Augenzeugen die Polizei alarmieren. Wie sich zeigt, reagieren sie allerdings nur auf eingeschlagene Fensterscheiben. Bei einem Cabrio springt ihr einfach über die Tür und gebt Gas. Keine Zeugen bedeutet doch gleich keine Cops. Tipp Nummer 3. Erst abhören, dann aufmischen. Führt euch eine Mission in ein zuvor unerforschtes Gebiet, macht euch erst einmal auf die Suche nach Abhörmöglichkeiten. Jedes Viertel besitzt einen Verteilerkasten, an dem ihr 3 eingesammelte Sicherungen zu einer Wanze umfunktionieren könnt. Dadurch deckt ihr alle sammelbaren Gegenstände in diesem Bereich auf und seht Feinde sowohl auf der Minimap als auch mit Hilfe eures Röntgenblicks durch Wände. Auf diese Weise erwartet euch keine miese Überraschung, wenn ihr ein Gebäude betretet. Um Zeit zu sparen, markiert ihr idealerweise der Reihe nach Verteilerkästen und lauft dann hin. Unterwegs sammelt ihr Sicherungen, die auf der Karte auftauchen. So gehen euch kleine Bauteile nicht aus und ihr habt innerhalb kürzester Zeit einen kompletten Bezirk unter Überwachung gestellt. Tipp Nummer 4. Linken aka das Messer. Die so ziemlich wichtigste Waffe im Spiel ist Linkens Kampfmesser. Dieses solltet ihr auf keinen Fall unterschätzen. Egal wie groß die Einrichtung und wie hart die Gegner, wenn ihr geduldig wartet und euch den Weg durch die feindlichen Reihen leise bahnt, erleichtert ihr euch jede Mission. Mit ein wenig Übung schleicht ihr euch in Windeseile durch gegnerisches Territorium und löscht ganze Gangs aus. Gehört ihr eher zur friedlichen Sorte Spieler, könnt ihr in den Optionen einstellen, dass Linken seine Feinde nur betäubt. In dem Fall lässt er das Messer dann stecken. Tipp Nummer 5. Habt Spaß. Wie immer zum Schluss der beste Tipp, habt Spaß. Nubado ist nicht nur ein toller Schauplatz für aufregende Kämpfe, sondern eine lebendige Stadt. Spielt in einem angenehmen Tempo und habt ein offenes Ohr, bekommt ihr tolle Eindrücke mit und erlebt witzige Geschichten. Der Weg bis zum Arcanus Kopf ist lang, also genießt ihn. Mafia 3 ist ab sofort für Xbox One erhältlich, sowohl im Handel als auch digital. Ich wünsche euch eine Menge Spaß damit und sehe euch dann bald wieder im nächsten Video oder live. Ich war der Maxe, ihr seid das Publikum, bis bald und ciao.